Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir stehen hier momentan unter dem einen Typen, der da auf uns ballert. Und wir sind etwas zu schwer. Etwas zu schwer. Deswegen müssen wir irgendwas wegschmeißen, nämlich nach Gewicht. Sauberes grünes Kleid wiegt nur 2. Was haben wir hier? Wiegt 0,5. Das wiegt nichts. Achso, 2er Kugelgewicht. Die Batterie, die wiegt halt echt 6. Aber da kriegen wir Säure. Und Säure kriegen wir, glaube ich, sonst nicht so wirklich. Glasfaseroptik und Asbest können wir auch gut gebrauchen. Brammen, Schädel. Gibt uns Knochen. Kamera, Zahnrad, Feder, Kristall. Kork, Stahl. Tischventilator. Warte mal, wir haben noch irgendeine Waffe. Stimmt. Wir wegschmeißen können. Schauen wir mal. Nach. Gewicht. Lasermuskete ist schlechter als das, was wir gerade in der Hand haben. Ich weiß aber gar nicht, was wir in der Hand haben. Deswegen. Keine Ahnung. Repetiergewehr. 10mm Pistole. Wir sollten nach. Kann man das nach. Schaden. Feuerrate, Reichweite, Präzision, Wert, Gewicht. Ich hätte das gerne nach Ding sortiert, nach Munition. So wie es jetzt gerade ist. 10mm haben wir eine. 38 haben wir 2. Hoho. Da ist die Feuerrate ganz schön hoch. Schaden niedriger. Guck mal, wir haben den Kreuzschlüssel. Den brauchen wir schon mal nicht. Also, weg. Eine Machete. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben genug Munition. Schlagring auch nicht. Splittermine, Springmesser, nein. Schlagstock. Weg. Sind wir schon gut dabei. Dann haben wir die da noch weg. Brauchen wir noch ein bisschen was. Ein Gurtzeug, Lederkombi. Rechter Arm. Ach gut, der wischt nichts. Das ist gut. Dann weg, 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 weg. Ehering behalten wir mal. Was haben wir denn noch? Munition wiegt nix. Mods wiegt ein bisschen was, aber ist nicht viel. Das war der falsche Knopf. Ich wollte dahin. Irgendwas müssen wir wegschmeißen. Toaster, Tischventilator, Lötlampe, so. Kaffeekanne, Oberschenkel, Pümpel, Reagenzglashalter, Zigaretten gerne aufheben, 2er Kugel, Aschenbecher. Das ist zu wenig. Gewicht. Ach komm, dann hauen wir die endlich weg. Und gut ist. Dann gehen wir mal hier hin. Zahnpasta, Schere. Speiseöl kann weg. Ein Spachtel kann weg. Silberne Taschenuhr. Da ist Silber drin. Stahlholz. Komm, da schrauben sie auch noch weg. Und dann können wir endlich laufen. Oder auch nicht. Okay, der Typ ist hier irgendwo da oben. Ich weiß noch nicht, wie wir da locker leicht nach oben kommen. Wir haben zwar die Quest fertig, aber ich möchte hier noch alles machen. What the fuck? Ach nein, nicht nein, nein. Sollen wir wieder alles wegschmeißen? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ach, das ist nicht sein Ernst. Das ist scheiße. Ich habe an einer scheiße Stelle gespeichert. Nur mal so. Das ist nur mal so erwähnenswert.
Das heißt, wir schmeißen jetzt einfach mal die da weg. Können wir uns ja dann wiederholen. Und die Minigun. So. Dann brauchen wir ein bisschen ein Stimpack. Und dann laufen wir weg. Wir leben noch. Noch. Wo ist dieser Mistkerl? Komm raus! Wieso komme ich da nicht hoch, verdammt? Kann doch nicht angehen. Wir müssen doch hier irgendwie rüberkommen. Ach Gott. Mein Kollege, der nervt mich schon wieder, der spammt. Ja, das spammt mich zu. Mit SMS. Hör doch jetzt auf, du blöden Mann. Was ist er denn? Ja. Irgendwann wird sie dir ausgehen, mein Junge. So. Okay. Wie kommt man da jetzt hoch? Hier vielleicht? Mit der Maschine? Ja. Ha! Hab's geschafft. Sind wir schon wieder am Arsch? Stimpack ist 0. Und nochmal. Zigarettenautomat, Nougat-Cola-Automat. Ist auch nichts drin. Schreibtisch. Nö, 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 nö. So. Was piept hier? Safe-Schlüssel, Patrone, Stimpacks. Hier ist doch noch jemand. Kriegen wir gleich. Stimpack, Sturmmaske. Nee. Jared's Terminal. Oh, da ist ein Grog. Da ist ein. Ne, da ist auf jeden Fall noch ein Magazin. Sich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Grizzle entweder die letzten Ghoule erledigt haben oder gerade jemanden als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Überfragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Chat geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Ganze geredelos. Eine Vision nach der anderen. Und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen. Mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nicht funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Subjekte. Es sind nicht die Krems. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Die Experimente gehen weiter. Immer noch keine Erfolge. Aber das Gerücht über kostenlose Chems hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidungen, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis Psycho eine neue Vision bei ihr. Es ist hier! Crystal sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit Cowboyhut und Lasermuskete, drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Crystal losgeschickt, damit er sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich. Schließlich hat sie das alles kommen sehen. Scheinwerfersteuerung. Raider-Einheiten verbunden. Licht ausschalten. Scheinwerfer werden heruntergefahren. Systemdiagnose. Drei Scheinwerfer verknüpft, alle offline.
Was haben wir noch? Türsteuerung. Turmsteuerung. Okay. Bitte seien Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Systemdiagnose. 2. Offline-Fehler. Die sind anscheinend kaputt. Über Ihr Verteidigungssystem. Die Geschütztürme sollten ausschließlich von ausgebildeten Personen genutzt werden. Nutzerbefehle sind auf die Aktivierung, Deaktivierung der mit diesem Terminal verbundenen Geschütztürme beschränkt. Für alle anderen Funktionen wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Techniker. Jegliche Manipulation führt zum Erlöschen der Garantie und bewirkt eine Schadensersatzpflicht gegenüber dem Hersteller im Falle von Verletzungen und oder Tod von Nutzern oder Passanten. Und deaktivieren. Die sind zwar offline, aber ist ja egal. Grocknackt der Barbar. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Mitgenommen. Überseekoffer. Kronkorken, Patrone mit Leuchtvisier Impro. Was ist los, Hundi? Strohkissen, Matratze. Ich dachte, ich habe vorhin jemanden gehört hier. Irgendwo ist radioaktiv. Da ist ein Schrank im E-Mail-Eimer. Oh, guck mal. Mentats in Buffout. Da ist ein Knopf. Oh. Ehrlich. Ehrlich. Dann hätte ich wahrscheinlich auch anschießen können. Naja. Im Nachhinein weiß man mehr. Doch, hier läuft noch jemand rum. Oh, jetzt geht's ab. Wo denn bitte? Hinten. Gib einfach auf, Arsch! Okay, den habe ich. Meine Augen. Deine Augen. Lass meinen Hund hier in Ruhe. So, ich glaube, das war's. Okay, da komme ich nicht hoch. Aber ist auch egal. Gut. Ich möchte meine Waffen natürlich wieder mitnehmen dann. Springmesser, Gurtzeug, Kronkorken. Okay. Kronkorkenpatrone, Granate, Stimpack. So. Jetzt ist die Frage. Die Rüstung können wir wahrscheinlich nicht mehr benutzen, weil wir gar nichts haben, ne? Oder kann die sich dann nur noch langsam bewegen? Ja, ist voll für den Arsch. Schade, schade, schade. Oh, was liegt denn hier alles? Red Hirschleder. Ach Gott. Raiderrüstung. Minigun und Fatman. Ich möchte die beiden natürlich nicht da lassen. Aber boah, ist das viel, ist das viel. Soll ich diesen ganzen Scheiß wieder wegschmeißen? Ich glaube, ich spinne. Ach, ich mach's jetzt ganz einfach. Ablegen, ablegen, ablegen. So. Natürlich soll ich nach Gewicht sortieren. Ablegen, ablegen. Scheiß auf den Stahl, auf das Öl, das kriege ich woanders auch her. Zahnradschraube vielleicht nicht so. Feder vielleicht auch nicht. Leder kriege ich woanders her, Plastik, Stahl, Asbest, weiß ich noch nicht, Oberschenkel, kriege ich irgendein Gummi, Holz, Zweierkugel kann weg. Okay, ist nicht mehr ganz so viel. Dann machen wir Kleidung weg, 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 weg. Ehering behalten wir, den behalten wir auch, sind wir ganz gut dabei. Dann haben wir jetzt hier die ganzen anderen Sachen weggeschmissen, die ganzen Nahkampfsachen, Schlagring, Kreuzschlüssel, Machete. Okay. K
Gut, was haben wir noch weg? Waffenkleidung, Hilfsmittel. Was ist denn da das Schwerste, was wir haben? Huch, ich habe was getrunken. Gewicht 1, Flaschenkürbis. Können wir essen. Ist ganz gut. Okay, dann essen wir das doch. Nuka-Cola. Noch eine. Wie viel brauchen wir noch? Okay. Schon geht's uns gut. Ist noch wieder geheilt. Einmal F5 zum Speichervorgang. Jetzt habe ich schon gedacht, ich mache Schnellladen. Das wäre nämlich bitter gewesen. So, und da geht's raus. Ich möchte aber noch nach oben. Achso, ich glaube, hier geht's auch raus. Raus und hoch. Schauen wir mal. Na? Komm wieder hoch. Kette. Er hat zwar einen Gegner entdeckt, aber... Achso, wir sind auf dem Dach. Okay, das passt. Perfekt. Ja. Lass meinen Hundi. Okay. 5, nein, 7 war's. 7 war's, genau. Ach komm schon. Oh Gott, ran, ey. Ah, Tür zu. Stimpack. Scheiße, wir brauchen noch eins. Bleib stehen. Wo ist der Raider? Oben ist einer. Ich krieg dich. Komm schon. Wo ist denn jetzt die Waffe? Das ist der falsche Knopf. Ich wollte Q. Attacke! Die Waffe ist leer. Ach, komm schon, ey. So, mach ich den keinen Schaden, verflucht. Vielleicht sind die Waffen einfach zu schlecht. Das kann natürlich auch sein. Wo ist mein Hundi? Da liegt er. Pam, 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 pam. Falls man ein Piepen im Hintergrund hört, ist meine Spülmaschine. Ich glaube. Ja, der heilt sich von selbst. Komm her, ich krieg dich. Erstmal brauche ich den von da oben. Der geht mir auf die Eier. Da rein. Kommen wir da überhaupt rein? Ja, hier.
Krieg dich. Hast dich verpisst, was? Nee, aber du dich gleich. Und? Schon müde? Damn. Kronkorkenpatrone. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Was zum Teufel war das? Da oben ist noch jemand. Jetzt gehörst du mir, Würstchen. Nein. Ich glaub's auch nur du. Warum ist Alter, ich stehe vor ihr. Stehst du vor ihr und knallst ihr auf den Kopf und es passiert nichts. Meine Güte, ist das ein Riesengebäude. Aber ich will mich ja umgucken. Gibt bestimmt noch irgendwelche Sachen, wo man gebrauchen kann. Kronkorkenpatrone zum Beispiel. Ein Schrank. Benutzter Ölkanister. Da, zum Beispiel ein paar Medikamente. Patronen, ein Terminal. Scheinwerfersteuerung. Licht ausschalten. Scheinwerfer wird heruntergefahren. Hm. Irgendwie ja nicht. Okay. Da kommt man doch noch hoch irgendwie. Zwar keine Ahnung, wo die Gegner rumrennen. Rumliegen, meine ich natürlich. Nicht rumrennen, rumliegen. Aber irgendwo müssen die Leichen ja sein. Und ich glaube, ganz oben haben wir ein paar erledigt. Und da drüben ja auch. Da müssen wir auch noch hoch. Huiuiuiui. Wer baut denn sowas? Da hinten ist irgendwie eine Drohne oder so. Die was absucht. Da geht's auch hoch. Heieieiei. Haben wir es denn bald? Toll. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Hoch. Oder die Gegner sind alle weg und nach unten gefallen. Patrone, Patrone, Pistole. Hey, ein Reparaturwackelkopf. Nett. Fusionskerne halten dauerhaft 10% länger. Warum mit dem Schiff untergehen, wenn man es reparieren kann? Geil. Hat sich schon gelohnt. Ich glaube, wir müssen da runter, ja. Wow, Heieiei, ich hab gedacht, wir fallen gleich runter, ey. Heieiei. Jagen wir mal nicht so einen Schrecken ein. Okay, dann gehen wir mal rüber auf den roten Turm. Ich hab halt keine Ahnung, ob hier irgendwie noch jemand liegt oder so. Aber anscheinend müssen wir jetzt erstmal runter. Wir haben ja noch Essen, oder? Kann man das irgendwie sortieren nach Trefferpunkte? Nee. Aufbereitetes Wasser. Einmal. Ach, das ist ja cool. Dass es gleich so viel funktioniert, so viel bringt. Gut, dann schauen wir uns hier drin um. Baumwollgarn. Nee. Ups. Zollstock. Brauchen wir nicht.
Chat. Nehmen wir mit. Schrankdose, nö. Schnapsglas. Ich brauche kein Schnapsglas. Ölkanister, Aluminiumkanister. Da ist noch mal ein bisschen. Drogen. Drogen, immer. So, da hinten liegt was. Sieht mir aus nach einem Hundennapf. Ja. Brauchen wir nicht. So, Patronen. Dann Red Away, Klebeband und Sicherung. Kann man sicherlich gebrauchen. Und ja, weiter geht's. Sind wir jetzt schon beim roten Turm? Ja. Das ist der rote Turm. Das ist... Oh Gott. Schau dir mal die Autobahn an. Ja, hey, da kann man hoch. Aber ob da noch was ist? Da liegt einer, aber den haben wir vorhin, glaube ich, erledigt. Hier ist noch jemand, Schrotpatronen. Ja, ansonsten Chat und Buff out. Splittergranate Molotow. Das war's. Gut, ich denke, wir haben ja alles gesehen. Deswegen lass uns mal zurück nach Tempins Bluff gehen. Oh shit. Ich hab voll vergessen, die Folge zu beenden. Wir sind ja bei 27 Minuten. Warum sagt mir keiner was? Jo, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge geben wir dann die Quest ab und bis dahin. Tschüss.